Ja, und zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, ja, wie ihr euch erinnert, ich war ja beim letzten Mal, also erstmal sorry, dass letzte Woche keine Videos auf meinem Kanal kamen, aber ich bin leider erkrankt. Und daher konnte ich keine Videos aufnehmen beim letzten Mal. Daher geht es jetzt nach 2 Wochen erst weiter und ich hatte, kann mich aber noch erinnern, dass ich beim letzten Mal, ja, bei diesem Rätsel stecken geblieben bin und ich habe es mittlerweile offline hingekriegt, das zu lösen. Und zwar, ich bin hingegangen. Auf der anderen Seite, da gibt es ja auch noch so Räume, ne? Da gibt es ja diesen einen Raum auf der anderen Seite. Und da sind ja so Stricke. Und was ich gemacht habe, ist, ich bin einfach, ja, einen Strick nacheinander durchgegangen. Also ich habe zuerst den hier runtergezogen, zurück, kam nichts. Den hier runtergezogen, zurück, hier in diesem Raum, kam nichts. Und jetzt habe ich beim dritten Strick den runtergezogen und dann kam diese Notiz hier unten. Und da habe ich dann direkt das Spiel wieder ausgemacht, weil ich das gemeinsam mit euch erleben wollte. Also, schauen wir uns das mal an. Was haben wir denn da? Ich habe den Schlüssel des fälschlich Angeklagten. Genau, wir haben den fälschlich Angeklagten. Also, den Text. Das heißt, das Rätsel habe ich nicht so ganz verstanden. Ich bin einfach nach dem Ausschlussprinzip vorgegangen. Und ja. Siehe da ist die Lösung. Hier liegt das Papier, das das Gesicht der Leiche bedeckt. Okay. Ja. Und somit kann es hier weitergehen. Alter Schwede. Oh, das habe ich ja ganz vergessen. Oh nein, 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 nein. Alter, nein. Lass mich bloß in Ruhe. Ich würde eigentlich gerne noch mal zu Maria schnell. Mach mal gucken, ob wir hier irgendwie. Der Griff kann erst gedreht werden, nachdem die Handschellen abgemacht Kann man diese Schlüssel benutzen? Ja, kann man. Okay, aber. Sind wir hier nicht hergekommen? Nein, sind wir nicht. Okay, das heißt, wir müssen da nochmal zurück. Ich möchte nochmal zu Maria. Weil nicht, dass wir irgendwie wieder zu wenig für sie tun. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe, ey. Ah, ihr ekelhaften Dinger. So, das heißt, wir stapfen einmal zurück. Speicherpunkt? Ja, speichere ich auch nochmal. So, und dann schauen wir uns doch nochmal an den Weg zu Maria. Dann muss ich jetzt natürlich öfter auf die Karte gucken, ne? Aber ich glaube, wir sind hier goldrichtig. Wartet mal. Und ja, Freunde, wie gesagt, endlich wieder da, endlich wieder am Aufnehmen. Ganz klassisch sonntagsabends. Und ja. Endlich mal wieder ein bisschen Zeit auch gefunden. Weil letztes Wochenende war es tatsächlich so, ich war ja krank und hatte dann auch am Freitag noch keine Zeit. Deswegen. Ja. Ich hoffe, wir laufen richtig, Leute. Ich möchte zurück zu Maria. Alter, das ist aber auch ein Scheißbereich hier, muss man sagen. Also, das erinnert einen echt teilweise an Labyrinth. Ja? Und zum Beispiel eine Katze voll erschrocken hier. Ich weiß halt nicht, ob wir hier richtig sind, ne? Ich gehe einfach mal hier wieder raus. Wie gesagt, Freunde, ich habe keine Ahnung. Ich möchte nur zu Maria zurück, nur um zu gucken, dass wir da nicht wieder irgendwas verkacken. So. Ja, das sieht gut aus, glaube ich. Oder auch nicht. Shit. Ach Gott, ja, tolle Folge. Also ich weiß, wir wissen ja, wo es weitergehen könnte. Aber sehen wir so, wo es weitergeht. Aber wie gesagt, ich möchte nochmal zurück. Einmal nochmal zurück. Da wir jetzt den Schlüssel gefunden haben zu Maria. Mal gucken, ob sie irgendwas zu uns sagt. Genau hier war das doch. Und dann hier rechts. Oh Gott, was geht denn hier ab? Eieiei, lass mich in Ruhe.
Was ist das für eine gruselige Musik hier? Ach du Kacke, das ist ja das reinste Irrenhaus. Das ist das reinste Verwirrspiel hier. Aber ich glaube... Ja, wir sind goldrichtig, Freunde. Genau hier wollte ich hin. So, Maria. Kann man hier irgendwas für dich... tun? Nein, sie sitzt noch da. Okay, aber du siehst mich. Sie sitzt noch da. Okay, aber da ist eine Tür. Ich hoffe, dass dieser Rückweg jetzt nicht umsonst gewesen ist. Dieser 5 Minuten lange Rückweg. Oh mein Gott. Aber ich denke nicht, nein. Ich denke, das kann gut gewesen sein, dass wir hier nochmal zurückgegangen sind. Sie hat mich auf jeden Fall gesehen. So, das heißt, wir können jetzt hier wieder durch. An dem Vieh vorbei. Ey, ich find's gut, dass der automatisch in die Kurven läuft. Find ich gut. So, genau, dann hier wieder rein. Habt ihr es gesehen? Also ich habe nur auf runter gedrückt und der ist schon automatisch durch die Kurven gelaufen. Ja, das ist cool. Genau so. Ah, nee, er läuft nicht mehr automatisch. So, ich hoffe, wir laufen jetzt richtig, ey. Das ist ja Leiterspielchen. Ja, sieht gut aus. Nächste Abzweigung müssen wir raus. Ja, sieht gut aus. Hier, genau. Hier müssen wir raus. So ein bisschen kann ich mich schon erinnern. So. Genau, hier wieder lang. Ja, das war doch die ähnliche Szene mit dem langen... Was ist hier unten jetzt? Warum sind hier unten Gegner? Na, was ich sagen wollte jedenfalls ist, dieses Gitter, was wir eben gesehen haben, das war ja die gleiche Szene wie mit dem langen Gang, als wir Maria verloren haben, tatsächlich, ja. Und ich glaube, das wird damit ist das Spiel ein bisschen verwirren. Ganz ehrlich. Ah, perfekt. Ist goldrichtig gelaufen. Ha. Okay. Das heißt, hier dran vorbei. Hier rein. Und da können wir jetzt endlich weitergehen. Da rein renne ich natürlich vorbei. Kotzt ihr nur daneben? Aua. Nee, die kotzt nicht daneben. So, einmal durch. Okay, hier runter. So, weiter geht's. Einfach ein neuer Bereich. Toll. Noch mehr Labyrinth. Ach. Abgeschlossen. Okay. Das könnte die Tür sein, die wo Maria drin ist. 208. Da war eben ein Speicherpunkt. Ich nehme es mir mal raus. So. Ja, tatsächlich. Ja, das kann doch jetzt nicht sein. Was happened to you? Why? Why? Was soll das bitte? Wir haben doch noch hier gesehen. Tja, sie ist doch gestorben. In diesem Raum gibt es nichts mehr für mich. Hier, was? Hier kann ich nichts mehr tun. Ich will nicht, aber ich werde sie einfach hier zurücklassen müssen. Ja, super. Ich habe doch extra noch hier geschaut. Und da ist sie jetzt, ja, natürlich ist sie jetzt hier auf. Jetzt ist sie trotzdem tot.
Ich verstehe diese Geschichte irgendwie nicht mit ihr. Was? Ach, Leute. Traurige Musik auch, die hier gespielt wird. Und wo kommen wir hier hin? Ein Friedhof. Hier ist eine Grabinschrift. Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Okay, da liegt Munition. Ein Speicherpunkt. Und da liegt nochmal Munition. Schrotpatronen, okay. Da liegt nochmal Munition, beide Güte. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas? Hier steht eine Dame auf dem Grabstein. Miriam K. Verräterin, okay. Walter Sullivan. Der Name auf dem Grabstein ist zu zerkratzt, um ihn lesen zu können, okay. Ach du Heilige, das ist ganz schön creepy hier. Gib mir die Munition. Ampulle, ah, okay. Steht Name? James Sunderland? Wie jetzt? Eieiei. Angela Ocrosso. James Sunderland. Okay, das ist ein bisschen komisch. Hier ist ein tiefes Loch, aber es ist nichts darin. Oh Gott, und wir steigen in unser eigenes Grab. Um Himmels Willen. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, ne? Ja. Okay. Wenn wir uns nochmal erinnern, wir sind ja irgendwie 20 Stockwerke tief und es geht noch tiefer in die Erde. Eieiei, was ist das denn? Wieder so ein langer Gang und der füllt sich mit Nebel. Bleibt der Nebel da, wenn man zurückgeht? Der Nebel bleibt. Okay. Ja, super, nee. Es ist total neblig hier. Aber man kann auch alles erkennen. Okay. Wow. Alles verblutig hier. Oh mein Gott, was ist hier in dem Spiel? Oh, noch eine Cutscene. Okay. Ach, Eddie. Eddie? What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Beruhig dich. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, beruhig dich bitte. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Holy shit. Was? Oh Gott, nein. Nicht gegen Eddie? Oh nö. Jetzt kennt... Mensch, Silent Hill, dieses Spiel. Neuladen. Schrotflinte und draufschießen. Ich glaube, wir müssen ihm einfach ausweichen hier. Au! Oh! Der meint's echt ernst. Der meint's echt ernst. Okay, krass. Gut, dann schieß drauf. Au!
Uff, Gott. Ich meine, wir haben ja genug, ne? Alter. Okay. Okay. Einfach ausweichen. Okay. Okay, er lebt nach. Selber schuld. Okay. Och, Mensch, Eddie, warum? Warum? Das muss doch alles nicht sein. Mensch, Eddie. Jetzt ist der auch am Draht ge... Der ist auch verrückt geworden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Wir folgen ihm. Eieiei, was ist das denn schon wieder ekliges hier? Think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James! This town called you too! You and me are the same! We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Uiuiui, boah, Alter. Okay, hier sind irgendwelche Leichensäcke. James habe ich schon. Eddie hat völlig den Verstand verloren. Er hat... Oha! Okay. Wir müssen aber auch mal nachladen hier tatsächlich. Neu laden. Okay, und lauf! Und schieß drauf! Lauf! Oder ja. Drauf... Aua! Eieiei, oha. Okay, nochmal heilen. Ich heile mich lieber direkt voll, weil nicht, dass wir hier krepieren, deswegen, ne? Oh, daneben oder was? Nee. Okay. Au, der... Ey, Kopfschuss oder was? Nö, nix da. So, einfach weiter, 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 weiter. Okay. Und... Ah, nein, was machst du denn? Was ist mit dem? Was macht der? Okay, können wir in Ruhe nachladen. Mensch, Eddie, das muss doch nicht sein. Voll auf den Leichensack ge... Was tust du da? Jetzt haut er ab! Ja, sorry. Sorry, Eddie, aber du hast angefangen. Oh Mann. Eddie? Eddie? I killed a human being. James, das war Notwehr. A human being. Es war einfach Notwehr. Er ist durchgedreht. Ich glaube, da hätte jeder so gehandelt wie du. Mary. Did you really die 3 years ago? Eine sehr gute und mysteriöse Frage. Ist sie wirklich gestorben? Alles das weiß man nicht, ne? Das ist wieder so typisch Silent Hill. Man weiß nicht, was wahr ist und was... Ja. Was nicht. Mensch, Eddie, das... Das hätte alles nicht sein müssen, wenn du nicht durchgedreht wärst. Mann, jetzt haben wir doch einen, noch einen verloren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ach, gucke mal an. Wir sind jetzt auf einmal?
Wieder draußen. Was? Wir sind doch eben ungefähr 20 Stockwerke in die Tiefe ge... Egal. Wie gesagt, nicht hinterfragen, ist es ein Silent Hill. So, Achtung, Betreten verboten. Speicherpunkt. Bedankt. Und, oh. Ach! Boat Launch. Ach, das ist so ein Bootssteg, oder was? Können wir jetzt hier... Okay. Wir können mit einem Boot fahren. Ach, das ist ja cool. Okay. Ja, geil. Wir hauen einfach ab. Ja, das ist ein guter Plan. Ein sehr, sehr guter Plan. So. Ja, Mensch, Eddie. Wir haben zwei Leute in diesem scheiß Gefängnis verloren. Ach Gott. Okay. wir können selber paddeln. Okay, das ist ja interessant. Okay, aber irgendwie... paddelt er komisch. Das ist sehr seltsam und ich weiß auch nicht, wohin. Wohin müssen wir? Das weiß ich gerade tatsächlich nicht. Okay. Das Ding ist auch... ja. Okay. Was tun wir hier? Paddeln wir vorwärts überhaupt? Man sieht ja nicht durch diesen Kack-Nebel. Ach, also man kann irgendwie scheinbar auch lenken. So habe ich zumindest das im Gefühl. Ja, man kann auch lenken, okay. Das ist jetzt eine geile Szene. Ist mal ehrlich. Wir paddeln auf jeden Fall in Richtung... eines Lichtes, wie ich das hier sehe. Und, ja. Da definiert sich irgendwas da vorne. Ich glaube, wir paddeln über diesen Toluca Lake. Lakeview Hotel. Okay, wir sind einfach nirgendwo. Okay. Aber ich glaube... da definiert sich irgendein Eingang oder so da vorne. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber, ja. Der Nebel hier, ey. Der Nebel des Grauens. Das ist die Frage. Paddeln wir vorwärts oder was ist hier? Wir paddeln auf jeden Fall. So. Ach du Himmel. Um Himmels Willen. ja. Ich weiß nicht, ob wir... warum klingelt denn meine Uhr jetzt schon? Da habe ich mich irgendwie vertan. So, wartet mal. Dann... mache ich nochmal 5 Minuten. So. Ich weiß nicht, ob wir paddeln. Das ist es halt. Weil der Nebel ändert sich. Und es sieht so aus, als ob dass wir irgendwie nicht vorwärts kommen. Oder... ich habe keine Ahnung. Ah, jetzt? Ach, okay. Oh Gott, wir sind scheinbar die ganze Zeit gegen eine Wand gefahren. Oh Mann. Ja. Okay, das heißt, wir sind falsch gepaddelt, scheinbar. Ach, guck mal. Ach, da. Da ist ein Steg da. Schaut euch das mal an. Da ist irgendein Steg. So. Uiu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 
Ist das... Sind wir die ganze Zeit nicht gepaddelt? Oder ist das schon die andere Seite des Sees? Da muss man jetzt mal... Bin ich jetzt mal gespannt, tatsächlich. Ja, James, fährst du mal weiter dahin? Er fährt nicht weiter. Ah, warum nicht? Okay, er paddelt. Ah, okay, jetzt verstehe ich diese Steuerung. Ist das das, wo wir her... Ach, es ist das, wo wir herge... Wir sind die ganze Zeit gegen eine Wand gefahren, oder was? Ach, nee. Ich Idiot. Ja, aber woher soll ich das denn bitte wissen? So, ich weiß ja auch nicht, wo es hier lang gehen soll. Wartet mal. Er fährt einfach, okay. Wo bin ich? Lakeview Hotel. Dass die Karte so da reingezoomt ist. Ich habe keine Ahnung. Was ist das für eine merkwürdige Szene? Ist mal ehrlich. Er fährt? Ich weiß nicht, ob er fährt. Es sieht halt auch die ganze Zeit so aus, als würden wir uns drehen. Na, aber man... Ich weiß es ja nicht. Ich bin voll... Da hat man doch keine Orientierung dabei, im Nebel hier. Da hat man doch keine Orientierung. Ah. Okay, das ist... Ach, guck mal! Ach, da ist ein Licht. Da ist ein Licht. Okay, folgen wir einfach mal diesem Licht. So. Ich glaube, wir haben endlich den Weg dadurch gefunden. Oh mein Gott, ey. So. Okay. So, wir folgen dem Licht. Was ein Verwirrspiel hier auf dem Wasser, echt. Aber immerhin sind keine Monster da. Das ist auch schon mal gut. So, wir folgen dem Licht. Ja, dreh dich mal ein bisschen so. Genau, so, und dann fahren wir schnurstracks auf dieses Licht zu. Und dann, wenn wir da sind, ist die Folge zu Ende. Ja, weil wir einfach 10 Minuten auf diesem Bötchen gesessen haben, so. Aber... Oh, die Musik ändert sich. Aber wir kommen dem Licht immer näher, wie ihr seht. Schaut euch das an. Das ist schon ein bisschen creepy gerade. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon creepy, ja? Richtig creepy. So, beweg dich mal ein bisschen so rum und dann fahr weiter. Es ist ein Leuchtturm oder so, glaube ich, ja. Ja, okay. Wir sind angekommen. Puh, bisschen Sport getrieben. Was für die Fitness getan. Sollte ich eigentlich auch mal machen. Aber gut. Anderes Ding. Da ist jetzt aber wirklich bei der Uhr angegangen. wir sind angekommen. Wo auch immer wir angekommen sind, aber ich denke mal an diesem Lakeview Hotel. Das könnte sehr gut sein, ja. Sieht so aus. Dieser Ort hat sich in den 3 Jahren überhaupt nicht verändert. Gut, liebe Freunde. Wir sind tatsächlich am anderen Ufer angekommen, am Lakeview Hotel. Und
da die Folge voll ist, würde ich sagen, ja, wir sehen uns weiter, ganz sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.